Die Wiener Austria und Insignia hätten eigentlich in eine lang anhaltende, positive und vor allem erfolgreiche Zukunft blicken sollen. Nach mehreren Auffassungsunterschieden wird es aber wohl zu einer Trennung kommen. Und die könnte auch vor Gericht enden. Und dazu haben wir heute den Vorstand der Wiener Austria, nämlich Gerhard Krisch, bei uns im Studio. Herzlich willkommen, danke fürs Zeitnehmen. Ich sage danke für die Einladung. Ja, starten wir gleich mit der unangenehmen Geschichte, die Sie jetzt auch, glaube ich, die letzten Wochen verfolgt hat, wo Sie sich immer wieder stellvertretend für die Wiener Austria äußern mussten. Es gibt da Auffassungsunterschiede zwischen Insignia und der Wiener Austria. Auf der einen Seite geht es darum, dass 7 Millionen Euro im Raum stehen und Insignia sagt, es ist nie unsere Verpflichtung gewesen. Auf der anderen Seite sagt die Wiener Austria, es gibt ein rechtsverbindliches Dokument. Können Sie da schon mal anhand dieser Daten und Fakten Licht ins Dunkel bringen? Ja, also ich sage, die Zusammenarbeit mit Insignia ist ja ein bisschen komplexer geworden in den letzten Monaten und wir haben jetzt eigentlich eine Vereinbarung gefunden, wo wir sagen, okay, wir schauen mal, wie sich diese Zusammenarbeit jetzt weiterentwickelt. Das, was wir beendet haben, war ja nur diese Sponsoring-Vereinbarung, wo Insignia gesagt hat, sie geht jetzt mal in Vorlage und will als erster Sponsor auftreten. Das hat dann nicht ganz geklappt aufgrund von Auffassungsunterschieden, Sie haben es auch richtig zitiert. Und wir haben jetzt noch dieses Collaboration Agreement, so wie es für uns heißt, wo es darum geht, dass Insignia uns noch Sponsoren, internationale Sponsoren bringt. Und dieses Agreement ist noch aufrecht und wir werden schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Insofern möchte ich gar nicht über Anwälte oder Gerichtsverfahren oder sonstige Dinge diskutieren. Wir haben andere Herausforderungen zurzeit zu lösen und ich denke, wir werden in den nächsten Wochen dann sehen, wie sich es entwickelt. Aber trotz dieses Agreements muss man sagen, Sie sind Ihrer eigentlichen Aufgabe nicht nachgekommen, bis dato noch nicht wirklich Sponsoren auftreiben können, wofür Sie ja da sind. Gab es da von Seiten der Austria auch herbe Kritik oder hat man das Ganze mal zur Kenntnis genommen? Nein, gar nicht. Ich habe, wie ich es gerade gesagt habe, wir haben ganz andere Aufgaben. Wir müssen schauen, dass wir die Wiener Austria wirtschaftlich stabilisieren, dass wir uns sportlich entwickeln und ich denke, wir werden darüber auch noch kurz reden. Insofern, es gab keine herbe Kritik. Die Erwartungshaltung war natürlich da, dass wir hier jetzt mit Sponsoren, internationalen Sponsoren, diesen Weg auch gemeinsam gehen werden. Und ich sage noch einmal, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Vielleicht sieht die Situation morgen wieder ganz anders aus. Ich glaube, einer der Knackpunkte ist auch, dass die beiden Personen, Lukas Suhr und Alexander Bursac, sich auch in die sportliche Entwicklung der Wiener Austria so ein bisschen einmischen wollten, unter Anführungsstrichen. Es gab teilweise Vorschläge von Spielern, die an den Verteilerkreis hätten wechseln können sollen. Damals hat man gesagt, es würde den finanziellen Rahmen des Vereines sprengen. War das vielleicht auch eine Trotzreaktion seitens der Wiener Austria, weil einfach die Kompetenz überschritten worden wäre seitens Insignia? Nein, ganz und gar nicht. Also ich glaube, wir sind Manager genug, alle zusammen bei der Wiener Austria. Wir brauchen nicht trotzig reagieren, wir haben auch nicht trotzig reagiert, sondern wir haben das sachlich nüchtern analysiert. Aufgrund der aktuellen Situation ist das Thema Wirtschaft für uns schon ein ganz, ganz entscheidendes. Und wenn hier Partner von uns Ideen haben, welche Spieler der Wiener Austria weiterhelfen können, dann ist das super. Das kann jeder, kann Spieler bei uns adressieren. Aber natürlich müssen wir es wirtschaftlich betrachten und bewerten. Und wenn diese Spieler für uns nicht finanzierbar sind, dann muss ich das als Vorstand der AG auch entsprechend dokumentieren. Das habe ich gemacht, das habe ich getan. Aber das ist weit weg von Trotz. Diese 7 Millionen, die Garantie ist auch geprüft mittlerweile. Bis Dezember haben Sie zumindest aktuellen Medienberichten zufolge gesagt, dass Sie eine Entscheidung treffen wollen, ob Sie rechtliche Schritte einleiten oder nicht. Aber wenn das Ganze nach hinten losgehen würde, verursacht das Ganze wieder zusätzliche Kosten. Also wie wird die Austria das möglicherweise angehen? Das ist genau der Punkt. Ich hab natürlich einen Auftrag und den verstehe ich auch ganz klar so, dass wir jetzt mal das Thema Investorengespräche vorantreiben. Da geht es um die Wiener Austria und um die Stabilität, wie ich schon mal gesagt habe. Und ich werde dann in einer ruhigen Stunde mir überlegen, wie wir das Thema Insignia jetzt weiter angehen werden. Wird natürlich stark davon abhängig sein, ob jetzt noch Sponsoren kommen oder nicht kommen. Aber ich sage, wir sind nach wie vor gesprächsbereit. Da gibt es auch keinen Groll oder da gibt es ja jetzt nicht irgendwelche Missstimmungen, sondern wenn Sponsoren da sind, dann werden wir uns mit dem Thema beschäftigen und dann schauen wir, wie es sich entwickelt. Aber da bitte ich um Verständnis. Das ist jetzt für mich noch ein bisschen verfrüht, über das Thema zu reden. Für Sie natürlich auch eine undankbare Situation, da Sie auch quer eingestiegen sind und die Situation nicht von Anfang an mehr oder weniger beäugt haben. Sie haben am Anfang aber davon gesprochen, dass Sie den Verein sportlich entwickeln wollen und wirtschaftlich stabilisieren möchten. Genau. Wie wollen Sie das bewerkstelligen nach diesem etwas holprigen Herbst, muss ich sagen?
Ja, also wo fangen wir an? Sportlich bin ich vielleicht jetzt nicht der kompetenteste Gesprächspartner, hier über die Entwicklung zu sprechen, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass Manuel Ortlechen und das Team einen super Job machen. Also wir haben sehr viele junge Spieler eingebaut in die Kampfmannschaft. Wir bringen meiner Meinung nach auch einen erfrischenden Fußball. Die Fans gutieren das auch, wofür man immer wieder Danke sagen muss. Die begleiten uns auf diesem Weg, unterstützen das massiv. Und wir haben sehr viele junge Potenzialspieler, die da jetzt schon toll performen für meine Begriffe. Luft nach oben gibt es immer, braucht man nicht diskutieren. Aber wir haben unsere Ziele sportlicher sehr klar und realistisch abgesteckt. Wirtschaftlich ist es natürlich spannend und da ist es klar, jetzt seit einigen Wochen, dass wir einen Partner brauchen, einen Investor brauchen. Da sind wir jetzt seit circa 2,5 Monaten in intensiven Gesprächen und mittlerweile auch in intensiven Verhandlungen. Und dieser Schritt muss uns in den nächsten Wochen und Monaten gelingen. Nicht nur aufgrund der Bundesliga und auch aufgrund der Lizenzbedingungen, sondern einfach, weil wir wissen wollen, wo geht jetzt die Reise hin. Und diese Gespräche laufen sehr, sehr erfolgsversprechend. Das sind spannende und interessante Partner. Und ich prüfe jetzt, mit welchem Partner wir jetzt hier am besten zusammenpassen würden. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das auch zeitnah gelingen wird, so wie wir es formuliert haben. Mhm. Handelt es sich möglicherweise um einen ausländischen Kontakt? Zumindest in diversen Medienberichten hat man auch gelesen, Kontakte in die Schweiz oder Katar wären sogar da. Oder sogar der Bezug zum neuen sportlichen Leiter, unter Anführungsstrichen Jürgen Werner, zum LASK. Oder ist das nur ein Wölkchen, das uns hinters Licht? Also ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt hier nicht detailliert oder konkret auf diese Frage antworte. Tatsache ist, dass es sehr interessante Kontakte sind, und zwar sowohl inländische als auch ausländische. Was für mich entscheidend ist, ist, dass die Wiener Austria sehr interessant ist, weil viele, auch Außenstehende, das Potenzial, das ich ja auch bei der Wiener Austria sehe, auch sehen. Und deshalb sind wir sehr, sehr interessant für Partner. Und es ist jetzt unsere Aufgabe hier, den richtigen auszuwählen. Mhm. Den finanziellen Aspekt würde ich ganz gerne mal beiseite legen, vielleicht nochmal darauf sprechen zu kommen. Aber die sportliche Linie, Sie haben es schon erwähnt, die junge Linie fährt man mehr oder weniger. Und auch nach der 0:1-Niederlage gegen Salzburg hat man sehr viel Lob geerntet. Wie sehen Sie das Ganze von außen? Ist dieser junge Weg der neue Weg der Veilchen oder muss auch nachjustiert werden in Sachen Routine? Also ich glaube, auch wenn ich jetzt meinem Sportdirektor hier nicht reinfuschen möchte, und das ist doch nicht meine Absicht gewesen, ich bin auch ein sehr interessierter Sportvorstand, also ein Sportfan und Vorstand der Wiener Austria, und wir tauschen uns regelmäßig aus. Der Weg der Jugend ist ein Weg, den die Wiener Austria einschlagen wird, egal wie sich das auch jetzt mit den Investoren entwickeln wird. Und ich werde auch bei den Verhandlungen und Gesprächen mit den Investoren schon darauf Wert legen, dass wir eine gemeinsame sportliche Linie finden. Und auch die Entwicklungen der letzten Wochen zeigen, dass es der richtige Weg ist. Wir haben ja in den Akademien nochmal ca. 15 Nationalspieler, also Spieler, von denen nicht nur wir überzeugt sind, sondern auch der Verband überzeugt ist, der ÖFB überzeugt ist. Und das sind alles Leistungsträger in den Jahrgängen. Und wir müssen diesen Weg gehen, nicht aus der Wirtschaftlichkeit, sondern einfach, weil das ist unser Verein, das ist unser Ziel, das ist unser Plan. Und ich bin auch sicher, dass wir einen Partner finden, der diesen Weg mit uns geht. Nichtsdestotrotz kann ein bisschen Erfahrung und Routine auf der einen oder anderen Position natürlich nicht schaden. Und ich denke, es gibt viele, viele gute Beispiele, national und international, wo man mit viel Routine und auch in unseren eigenen Reihen, ich nehme nur den Sutti, der ja da immer wieder als Vorbild agiert und die jungen Spieler führt und leitet. Und da haben wir Spieler in unseren Reihen, wie den Lukas Mühl, der diese Rolle immer stärker übernimmt, natürlich der Alex Grünwald, aber auch ein Marko Djuricin, die einfach dafür da sind, den Jungen ein bisschen Halt und Orientierung zu geben. Und diese Kombination wird wahrscheinlich der Weg sein, aber nochmal, das wird der Manuel Ortlechner mit Sicherheit im Detail ausarbeiten. Aber das ist die grobe Richtung, die wir gehen wollen. Also eine gesunde Mischung zwischen Jung und Alt, mehr oder weniger am Verteilerkreis schaffen. Um nur einige junge Spieler zu erwähnen, Huskovic, Braunöder oder auch Kelesch, die durchaus auf sich aufmerksam gemacht haben. Haben Sie da zumindest aus der Ferne, wenn Sie schon die sportlichen Belange nicht allzu oft kommentieren wollen, beobachtet, dass sich diese Spieler gut integriert haben? Sind das möglicherweise auch Eintagsfliegen, die im Dezember schon wieder vergessen sind? Nein, also dass Sie meinen, im Dezember, weil dann ein Investor da ist, der dann andere Ideen hat. Nein, um Gottes Willen. Das ist unser Kapital für die Zukunft. Und Sie haben einen jetzt nicht genannt, der jetzt ganz frisch dabei ist, Sia Deljavi, der auf der linken Abwehrseite einen erfrischenden und wirklich schönen Fußball hier mitspielt und sich was traut, mutig ist und sich hier entwickeln soll und entwickeln muss.
Und insofern, die Jungs haben sich super integriert. Die routinierten Spieler machen auch einen hervorragenden Job. Und von einem Sutti was zu lernen, glaube ich, da kann nur jeder junge Spieler dankbar sein. Und wenn Sie die anderen Spieler nehmen, der Muki Huskovic ist für uns ja schon länger im Fokus, hier den Sprung in die Kampfmannschaft zu schaffen. Der Braunöd, alles junge Spieler, die einen erfrischenden und wirklich begeisternden Fußball zeigen. Und genau das wollen wir, weil wir spielen natürlich auch für Punkte, wir spielen natürlich auch für die Entwicklung des Vereins, aber wir spielen auch für unsere Fans. Und die honorieren das auch. Die kommen zahlreich und ich sage, nicht vergessen, wir haben 2G und hatten trotzdem über 10.000 Besucher beim Spiel gegen Red Bull. Und das waren mehrheitlich unsere Anhänger. Und das macht mich stolz und das zeigt auch, dass es der richtige Weg ist. Mhm. Wie bekommen Sie generell die Stimmung mit? Sie waren vorher bei der Vienna, wo Regional- oder Wiener Stadtliga-Fußball praktiziert wurde. Jetzt doch bei einem Bundesliga-Verein sind andere Ebenen, wo Sie sich womöglich auch bewegen. Spüren Sie auch persönlich mehr Druck? Natürlich ist die Wiener Austria und bitte alle Wiener Fans, die jetzt zuschauen, mit hohem Respekt, und ich schaue immer noch auf alle Ergebnisse und verfolge den Weg der Wiener sehr genau, weil es war damals für mich eine Herzensangelegenheit, diesen Verein durch eine Insolvenz zu führen, und ich wünsche der Wiener alles, alles Gute, dass sie so schnell wie möglich wieder den nächsten Schritt schaffen. Aber die Wiener Austria ist natürlich in ihren Dimensionen schon ganz anders zu bewerten. Das ist nicht nur vom Budget, nicht nur von den wirtschaftlichen Ziffern, natürlich auch von der Außenwirkung, von der Öffentlichkeitswirkung. Und das ist natürlich schon noch eine andere Liga. Aber Druck, ja, ich denke, das ist vielleicht auch der Segen des Alters. Ich habe schon einige Managementaufgaben in meinem Leben gemeistert, unter Anführungszeichen, wo Druck da war. Der Druck gehört dazu. Auch die Jungs spüren Druck am Spielfeld, der Trainer, der Sportdirektor. Natürlich haben wir diesen Druck, aber wir gehen, glaube ich, sehr sachlich und professionell damit um. Und ich versuche hier auch ein Stück weit Ruhe auszustrahlen. Am Ende des Tages müssen wir in Ruhe unsere Arbeit machen können. Und natürlich ist es momentan eine ganz, ganz schwierige Herausforderung, die wirtschaftlichen Hürden zu nehmen. Aber ich bin mehr als zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Und Druck gehört auch in dem Job dazu. Auf jeden Fall. Aber wenn man 3 Punkte vom Tabellenende entfernt ist, und genau, wir können uns auch erinnern, nach 7, 8, 9 gespielten Runden hat man von einer 3-Klassen-Gesellschaft gesprochen. Ja. Salzburg, Sturm und der Rest der Liga. Wie fühlt man sich da als Wiener Traditionsverein, wenn man quasi in einen Sack geworfen wird mit der WSG Tirol, Admira und Co.? Oder muss man die auch respektieren, dass die genauso viele Punkte am Konto hatten? Also ich denke, wir wussten von Anfang an, dass wir eine schwierige Phase vor uns haben. Sowohl wirtschaftlich als sportlich, das haben wir auch immer ausgesprochen und klar formuliert. Ich habe großen Respekt vor allen anderen Fußballvereinen der Bundesliga und auch der anderen Ligen, weil ich weiß, dass in Zeiten wie diesen es nicht einfach ist, einen Fußballverein entsprechend zu managen und stabil auf Kurs zu halten. Und darum aller Respekt zu all den Vereinen, mit denen wir uns jetzt hier um die Meisterplayoff matchen und um die Punkte matchen. Und Sie haben es ja richtig gesagt, das kann sehr, sehr schnell runtergehen. Also die Dichte ist groß. Ein-, zweimal gewinnen und man sieht, wo es dann hinführen kann, wie bei WRC gerade eben. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir unsere Punkte sammeln werden. Auch das Spiel gegen Red Bull zeigt das Potenzial dieser jungen Truppe. Wo wir am Ende des Tages landen werden, das ist nicht nur von uns abhängig, aber wir werden alles versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und wenn es dann reicht für den oberen Bereich, dann ist es super. Wenn es nicht reicht, dann ist es auch keine große Enttäuschung, sondern der Ansporn, nächste Saison noch mal Gas zu geben, um endlich wieder dorthin zu kommen, wo wir gerne wären und wo natürlich auch die Fans uns gerne sehen würden. Das ist ein bewusster Kommunikationsweg, den Sie auch wählen, dass Sie sagen, wenn die Wiener Austria nicht unter die Top 6 kommt, ist es auch okay, dass die jungen Spieler wissen, wenn sie dieses Ziel möglicherweise nicht verwirklichen, dass sie jetzt nicht Geschichte sind? Nein, das ist gar keine bewusste Kommunikationsstrategie, nicht in die Richtung, die Sie formuliert haben, weil die Jungs spüren natürlich den Druck sowieso. Ob der Herr Grisch jetzt da sitzt und sagt, hey, alles kein Problem, oder wir müssen ins Meisterplayoff. Die jungen Burschen wissen, dass es nicht einfach ist, wenn du mit 17, 18 plötzlich in dem Stadion vor 10.000 Zuschauern spielst. Wir brauchen den jungen Spielern keinen Druck machen, die sollen sie bei uns entwickeln können. Und das machen sie auch sehr, sehr gut. Und wenn ich daran denke, ich glaube, das vorletzte Heimspiel haben wir mit einem Durchschnittsalter von 20,8 beendet. Das ist gewaltig, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und zeigt auch, wie viel Vertrauen das Trainerteam und das sportliche Team in die Jugend hat.
Da gibt es Entwicklungsnotwendigkeiten, die sind überall gleich und die hat jeder Verein, jeder Sportler. Das wissen die Burschen auch, das wissen auch unsere Verantwortlichen und wir gehen diesen Schritt konsequent. Wir brauchen hier keinen Druck aufbauen. Ich sage nur klipp und klar, aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war es einfach von Anfang an so, dass wir jetzt nicht gesagt haben, wir stecken großartige Ziele und sprechen über, was wir alles erreichen wollen, sondern wir wollen die Mannschaft, wir wollen die Spieler entwickeln und die Ergebnisse kommen dann Schritt für Schritt und irgendwann und je früher, umso besser spielen wir in der Meisterplayoff mit und können uns wieder um internationale Plätze matchen. Mhm. Aber was erwartet man sich aus den letzten 4 Spielen 2021? Haben wir das Restprogramm angeschaut, das ist mit Vorsicht zu genießen. Austria Klagenfurt als nächster Gegner, die Wundertüte der Liga und danach eigentlich 3 etablierte Bundesliga-Vereine mit Sturm, Rapid und auch dem LASK. Hat man da schon von einer internen Punkteausbeute gesprochen oder erwarten Sie sich? Nein, gar nicht. Ich erwarte mir einen ähnlich erfrischenden Fußball, wie es die Mannschaft jetzt in den letzten Spielen gezeigt hat. Wir wollen einen Trend, wir wollen eine Entwicklung sehen, wir wollen die nächsten Schritte von unseren Spielern sehen. Und da gibt es keine Punktevorgaben, sondern gibt es einfach nur, hey, geht raus, spielt attraktiven Fußball, habt Spaß. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Punkte auch sich einstellen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich als Journalist fragen, was ist, wenn nicht? Dann werden wir uns mit der Situation auseinandersetzen, wie Sie richtig gesagt haben, das kann morgen wieder sein, dass wir unter den letzten 2-3 Mannschaften uns wiederfinden werden. Aber das werden wir genauso sachlich analysieren wie den momentan guten Entwicklungsschritt. Werden wir das sachlich und nüchtern analysieren und dann die richtigen Maßnahmen treffen. Und dafür ist der Manuel Ortlechner mit dem Trainerteam der perfekte Partner für diese Aufgabe. Ich würde ganz gerne noch mal einhaken. Ich habe den Namen Jürgen Werner schon mal genannt. Wäre das eine Personalie, wo Sie sich vorstellen könnten, aufgrund seiner Kontakte, aufgrund der jüngsten Erfolge und auch seiner negativen, erst kürzlich aufgetretenen Vorgeschichte, könnte man sich eine Zusammenarbeit vorstellen, da er doch gezeigt hat, wozu er in der Lage ist? Also ich denke, ungeachtet von Jürgen Werner, und ich kenne den Jürgen Werner jetzt wirklich nur aus der Entfernung und aufgrund von ein paar persönlichen kurzen Gesprächen, das ist ein absoluter Experte, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Und jeder, der diesen Verein unterstützen will, und an der Stelle muss und möchte ich natürlich auch unsere ganzen Sponsoren und unsere Geschäftspartner nennen, die uns trotz der schwierigen Situation hier die Treue gehalten haben und uns weiter unterstützen und an diesen Weg glauben. Und jeder, der diesen Weg mitgehen will und uns unterstützen will und uns weiterbringen will und kann, der ist more than welcome und darum schauen wir mal, wer es am Ende des Tages wird. Mhm. Jetzt haben Sie die Übernahme von Markus Kretschmer vorgenommen. Wie soll sich denn die Wiener Austria für Ihre Begriffe unter Ihnen verändern, verbessern, adaptieren lassen? Was schwirrt im Kopf herum von Ihnen? Welche Ideen? Ja, also ich glaube, dass die Wiener Austria muss, und das haben wir immer wieder gesagt, und nicht nur ich, sondern viele andere auch, wir müssen einfach wieder ein bisschen bodenständiger werden, wir müssen wieder einfach transparenter werden, wir müssen einfach mit unseren Partnern, Fans anders umgehen als in der Vergangenheit. Wir haben dort Porzellan zerschlagen. Wir haben die Reputation der Wiener Austria jetzt nicht mit rumbekleckert und an denen müssen wir arbeiten und das geht jetzt durch alle Bereiche in unserer Struktur, egal ob das unsere Marketingbereiche sind oder ob das Kommunikation ist oder ob das einfach das Thema Fanbetreuung ist, das Thema Merchandising. Wir haben in allen Bereichen ein Riesenpotenzial, das müssen wir jetzt Schritt für Schritt heben. Wir müssen schauen, dass wir jetzt mal eine Basis schaffen, das ist das eine wirtschaftlich, aber auch das andere prozessual zu schauen, wo müssen wir uns sehr rasch entwickeln, damit unsere Kunden, unsere Fans, unsere Partner das auch spüren. Lange Wartezeiten an den Kiosken kann nicht mehr akzeptiert und toleriert werden, aber es kann genauso nicht toleriert werden, dass man sich nicht einfach und unbürokratisch Online-Tickets kaufen kann. Also es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die wir jetzt angehen müssen. Und sobald wir diese erste große Hürde genommen haben, werden wir uns diesen anderen Themen sehr, sehr intensiv widmen und werden schauen, dass wir die neue Strategie der Wiener Austria entsprechend mit Fleisch befüllen. Mhm. Gibt es eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Schmidt, Ortlechner und Ihrer Wenigkeit oder steht irgendjemandem möglicherweise? Sie haben jetzt selber geschmunzelt, Herr Grassl, bei der Frage, weil langfristig und Fußball ist immer schwierig. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Nein, also ich glaube, dass sowohl der Manfred Schmidt als auch der Manuel Ortlechner und auch das Trainerteam rundherum einen super Job machen. Wir brauchen, auch wenn ich aufgrund der Aktualität schon verstehe, dass diese Fragen immer wieder kommen, wir brauchen über das Thema nicht diskutieren, glaube ich. Die beiden Herren haben sehr, sehr klare Überlegungen und Vorstellungen, wie sie die Wiener Austria sportlich weiterentwickeln wollen. Und gerade der Manuel Ortlechner spielt hier eine ganz entscheidende Rolle.
Und der Manuel hat jetzt gezeigt, mit welcher Begeisterung, Euphorie und mit vielen guten Ideen er die Wiener Austria entwickeln will. Wir haben auch darunter mit dem Flo Mader zum Thema Akademie und Nachwuchs verantwortlich. Also wir haben lauter super ehemalige Profis, die hier mitgestalten wollen und das in einer tollen Art machen. Da ist für mich jetzt momentan keine Zeit, darüber nachzudenken, wie langfristig wir mit ihnen arbeiten. Wir wollen mit ihnen langfristig arbeiten und ich gehe davon aus, dass wir das mit dem einen oder anderen auch tun werden, dass sich Trainer, Manager, Spieler entwickeln und irgendwann mal vielleicht auch eine andere Herausforderung suchen. Das ist ganz normal in dem Business, aber über das denken wir jetzt nicht nach. Wir haben so viele Aufgaben am Tisch, dass der Tag zu kurz ist. Herr Krisch, besten Dank auf jeden Fall für den Besuch. Danke für den Einblick in die Geschehnisse bei der Wiener Austria und für Sie, liebe Zuseher, nochmal kurz und kompakt zusammengefasst. Dieser Mann vom Vorstand der Wiener Austria steht für die wirtschaftliche Stabilität, aber auch die sportliche Entwicklung. Die nächsten 4 Spiele werden auch zeigen, ob man sich in der heimischen Bundesliga wieder in ruhige Fahrwasser begeben kann oder ob man dann auch 2022 kräftig auf Punktejagd gehen muss. Bis bald. Boom, 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 boom.